Mit der Sparks in der Hand erwischt man mich ja nicht allzu oft. Jetzt spiele ich sie trotzdem, denn in diesem Handgemenge habe ich mehrere Runden zusammengeschnitten, in denen ich ganz aufs Erfüllen von Challenges abziele. Und hier soll ich 300 Damage mit Incendiary Ammo machen, also habe ich die Sparks mit Brandmunition dabei. Die macht ja 149 Schaden, da sollte das schon mal gehen. Zu diesem Zeitpunkt im Match weiß ich zwar, wo Boss 2 ist, Boss 1 ist aber schon gebanished und in Feindeshand. Das Team hat auch schon eine Weile gekämpft und offenbar gewonnen, denn sie rennen schon zum Ausgang, also klemme ich mich hinten dran. Allerdings schießen sie auch noch rum und nehmen nicht den direkten Weg zum Ausgang über die Holzstege, sondern links durchs Gebüsch, von dem sie aus einer große Wasserfläche zum Boot überqueren müssen, und das verwirrt mich. Womöglich ist der Fight doch noch nicht vorbei. Hä? Sad. Der ist aber noch nicht in the zone. Da kommt jetzt irgendwann von der Seite. Ah, blöd. Bin ich hier sehr blöd. Mich selbst ins tödliche L manövriert. Ich hab eh nichts sehen, kann ich auch nachladen. Komm, Armat. Ui. Ui. Hat das funktioniert? Ich will das Bounty gar nicht. Was ist denn mit dem... Ja, also im Süden ist ja auf jeden Fall auch noch wer unterwegs. Naja, gut. Muss ich wohl. Tipp, tipp.
Warum hat die denn keine Waffen? Sag mal. Und sie wollte doch hier gerade wen. Ah, geilo. Wie war. Achso, das war aber das Gewehr von dem. Von ihm hier. Ja, blöderweise jetzt mit Blitzen über dem Kopf. Laufe ich nicht nochmal den ganzen Weg runter. Hm, schön. Held Dewclaw. Auch schön, auch schön. So, und dann lag er da hinten noch der. Ist mit dem Blitzen über dem Kopf nochmal den ganzen Weg da runter. Das wäre sehr frech. Na, deshalb weiß ich. Denn ich weiß ja auf jeden Fall, dass da unten noch ein Team rumspringt. Das, ja, genau. Oh. Oh. Na gut, das hätte ich auch einfach gerade noch an den Pimmelfischen sterben können. Ne, dann hat sich das ja zum Glück erledigt. Und einen Mosin habe ich auch bekommen. Was Schöneres hätte ich jetzt eh nicht mehr looten können. Damit zähle ich das als Erfolg. Ich könnte höchstens noch warten, ob unten einer Solo rausgeht. Das warte ich noch ab. Und tatsächlich nimmt da ein Solo auf und extracted kurz danach. Also trabe ich da runter, finde da den Rest des Servers, tot zum Glück, und kann so mit Doppelbounty nach Hause gehen. Aber wie der Teufel es will, habe ich 47 Incendiary Damage zu wenig gemacht. Also musste ich nochmal los und habe die dann aber mit der Wetterly Silencer mit Brandmoon gemacht. Nächste Challenge mit einer Waffe, die ich nicht mag. Macht 350 Damage mit der Spectre. Irk. Also ziehe ich los mit einer Uppercut und einer Spectre. Und wenn ich schon eine Waffe spiele, die ich nicht mag, dann auch mit einer Munition, die ich nicht mag. Mit Slugs. Okay, eigentlich mache ich das nur, weil der Hunter Iron Devastator hat, mit dem ich mit der Spectre im Anschlag bleiben kann. Jetzt habe ich aber erstmal einen Anschlag auf die beiden Teams vor, die sich hier gerade bei Lawson Station rumprügeln. Mit meinem Loadout hier auf dem Dach rumzuspringen, ist ein bisschen Doom. Ganz ehrlich, die laufen immer weiter nach da hinten. Jetzt ist wohl auch mal wer gestorben. Ne, das Vermin spare ich mir in dem Moment. Da ist es schön. Na komm. Geht gerade nicht. Ja, die haben das Team ausgeschaltet. Lightfoot, ja. Jetzt wird er gezündelt. Nummer 2. Nummer 3 erschieße ich. Okay, ich schieße ihn nur an. Okay, jetzt erschieße ich ihn. Sollte der Slug damit passiert sein. Oh. Ja, Uppercut Damage nehme ich noch mit. Und den Boss habe ich auch noch mitgenommen, denn irgendwie wollte keiner mehr in diesem Match was mit mir zu tun haben. Also Spectre weg und die nächste Waffe her, die ich normalerweise nicht spiele. Nein, nicht die Armbrust, die Nagant Officer. Jetzt muss ich nämlich Damage mit den beiden machen und die Kombination ist ja auch wirklich gut. Den Armbrust-Damage hätte ich fast im ersten Versuch an nur einem Hunter weggerobbt. Die Dame war solo und dachte wohl, dass die Armbrust sehr lange nachlädt. Tut sie nicht. Ich hab Bolt-Thrower. Aber für 250 Damage hat's nicht gereicht, also nochmal los. Und einen Kill mit der Nagant wäre auch noch fein.
Die ersten Challenge-Erfüllungsgehilfen finde ich auch schon gleich im ersten Compound. Oh. Das höre ich ja jetzt erst. Oh, da ist der Hut. Wenn ich deine Füße sehe, schieße ich drauf. Ah, ich habe die Füße gesehen, aber nicht drauf geschossen. Hier ist noch besser. Die steppeln hier draußen rum. Say hello to my little friend! Da haben wir Glück gehabt. Das hätte ihn noch einfach mal killen können. Oh, einer ist hier drin. Irgendwie auf Holz. Ja gut, Crossbow Damage ist schon mal passiert. Oh fuck. Das war relativ unnötig. Eieiei. Das war alles stressiger, als es sein müsste. Schade, warum ist der eine gestorben, der andere nicht? Werden sie aber noch von wem anders beschossen. Das gefällt mir gut. Da haben sie ihren Kumpel jetzt geholt. Nee. Der liegt da wohl noch. Aber wer hat den da jetzt noch geschossen? Au! Fuck! Na gut, Headshot machst du nix. Jetzt kommt der. Ah, hoffentlich. Ah, er ist leider zu schnell! Ja, der aimt mich jetzt ab. Ah, fuck! Fuck, ah, der Headshot.
Aber irgendwer schießt doch da auch noch. Na, dann zünden sie mich jetzt auf jeden Fall an, weil sie denken, der andere gehört dazu. Ich gehöre zu dem. Ah, ärgerlich. Naja, ein bisschen bis da so brutzeln kann ich. Ja, gut, die werden mich jetzt hier abcampen. Ja, einer läuft draußen rum. Das heißt aber nichts. Ja, einer ist noch hier close. Feuer drauf. Er ist immer noch da. Wie knapp. Wie knapp. Das muss ich mir mal, glaube ich, echt bedeckt halten hier. So viel dazu. Das hat gut geklappt. So doof. Pff, fuck. Muss jetzt schnell den Boss finden. Jetzt gibt es so komische Delays. Könnt jetzt noch mal da unten an den... Oh, es gibt so viele Wagen hier, aber ich habe keine Zeit. Ich wage es nicht. Die sollen da noch ein bisschen rumrennen und sich fragen, wer da gerade rausgeschossen hat. Hoffentlich gehen die anderen nicht noch auf die Suche. Oh Mann, ihr seht diese Bremser. Irgendwas ist wieder mit dem Server los. Ganz zu Beginn der Runde war das auch schon so. Ja, die bewegen sich schon. Shit. Vor ihnen den Boss finden. Ja, wieder so ein komischer Hopser. Aber okay, wenn sie noch schießen, ist ein gutes Zeichen. Sind die von hier gekommen? Ich vermute. Okay, windy it is. Und die... laufen zum nächsten Ausgang. Das passt mir. Das ist die Frage. Gut, ist der Assassin. Ah! Oh, schon wieder. Also ich höre nicht auf zu laufen. Es ist wirklich... der Server, der dann so Issues hat. Das ist jetzt aber hilfreich. Ich brauche auf jeden Fall auch noch den Clou. Oh nein. Ach komm, ja, scheiß drauf. Ja, jetzt idealerweise noch was zum Hauen.
Mal hier unten noch lang suchen. Ja, erstmal die Lampe mit. Das Blöde beim Assassin ist, da kann man schlecht Wombo-Kombos legen. Weil der da womöglich noch reinfährt. Ach, da hinten. Ein Hammer. Ah, ich hab eine Lampe. Ah. Moment. Bitteschön. Der ist ja schon halb weg. So, dann komm mal ins Feuer, bitte. Step into the light for me. Mein Team ist so gut wie weg. Ja, will nicht wegasseln. Nicht an die Wand! Stimmt nicht! Ah, das ist immer noch schön weit weg. So. Ich mir lieber. Jetzt kann ich ihn vielleicht sogar runterkloppen. Irgendwie hat sich aber die Schlagzahl auch verringert. Ja, das ist aber, glaube ich, das Bounty-Team, was da so rumschießt. Ja, jetzt liegt er da auch noch schön zentral. Ui! Vielen Dank für Spaß und Trank, ne, für, wie heißt es, Selfskin. Schon nur alle Lampen noch wegtun, die ich hier irgendwo finde. Ja, da sind sie schon. So, welche sind das? Ja, da schmeißen sie auf jeden Fall gleich was rein. Hä? Da konnte man doch mal was hinstellen. Na, vielleicht will ich das doch gar nicht. Vielleicht machen wir das so. Das ist dann nämlich wirklich unangenehm. Oh! Au. Sind das die gleichen Typen wie eben? Auf jeden Fall nicht nochmal raus. Naja, ihn habe ich doch schon mal gekillt. Ah, fuck. Echt? Ja, cool. Oh, fuck. Besser. Okay, da kommen sie jetzt auch nicht hin. Der
da nicht runter. Geh du mal raus. Dann kommst du von draußen noch mal rein. Versuch das oben rum noch mal. Keine Fallen mehr. Aber er hat offensichtlich eine Lampe. Oh! Ui! GG. Ui! Ja, die nehme ich jetzt gerne, denn ich glaube, der Damage ist passiert. Oh. Kann ich nämlich auch so schön den Bolzen dramatisch stecken lassen. Alter, hat mich jetzt aber zittrig gemacht, Leute. Das sieht gut aus, wie er da liegt. Hatten die Tür aufgesprengt oder wie ist er da reingekommen? Das hat mich überrascht. Uiuiuiui. Kinder. Dass ich da nochmal rausgekommen bin aus der Nummer. Das überrascht mich ein bisschen. Oh. Die hatten alle sowas dabei. Jungs. Habt euch was vorgenommen. So, jetzt stirbt der Server wieder. Macht mir aber nichts. Runde ist, glaube ich, geschafft. Hellhounds with Fire Damage. Ah, es ist sicher jetzt erst. Hellhounds with... Stimmt. Nur noch Hellhounds und Armored killen. Ja, easy. Mach ich das doch gerade auch noch. So, und jetzt noch Armored. Eins. Swap. Drei. Und habe ich damit jetzt auch 4 Challenges in einer Runde abgeschlossen? Könnte man ja meinen. Ist aber nicht so, weil der Typ, den ich mit der Nagant erschossen habe, zu dem Zeitpunkt nur 124 Health hatte. Ah! Da muss ich wohl nochmal los. Aber nicht mehr in diesem Video. Wenn ihr trotzdem noch nicht genug von Hunt und mir habt, schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Da streame ich fast täglich Hunt und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Danke euch, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian, bis zum nächsten Mal. Ciao.